Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich heute mal aus einer anderen Perspektive. Ich habe nämlich gleich einen Call und muss mich ein bisschen darauf vorbereiten. Heute ist Montag und er hat schon ziemlich turbulent gestartet. Wir hatten heute einen Arzttermin und ich habe eine fette To-Do-Liste, die ich abarbeiten muss. Und der Kleine lässt mich nicht so wirklich, also nicht ohne seine Mauer. Aber zuerst werde ich mal meinen Termin hier wahrnehmen und danach melde ich mich bei euch. Mein Videocall ist zu Ende, der Kleine ist mittlerweile auch schon wach und ja, hat jetzt doch relativ lange gedauert, also eine Stunde, ich habe jetzt nicht so viel eingerechnet, aber egal, es ging sich super aus und wir haben jetzt nicht mehr so den Stress mit den Kindern, weil die sind jetzt ein bisschen länger im Kindergarten, wir haben das so gemacht, früher sind die immer nur so bis 12 gegangen, aber wir melden sie jetzt ungefähr 3 Tage die Woche zum Essen an. Das ist natürlich super praktisch und entspannend für uns, weil dann können wir an den Tagen ein bisschen besser arbeiten und müssen jetzt nicht immer unterbrechen und dann kochen, dann wenn wir wissen, dass die Kinder kommen. Das ist dann immer so ein bisschen mit Stress verbunden. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht, dass an 3 Tagen die Kinder essen. Und ja, das ist einfach, da wissen wir, an den Tagen haben wir ein bisschen mehr Luft zum Arbeiten. Wie wäre es, wenn ich dich kurz ablege? Leg euch mal kurz ab. Dann lege ich ihn kurz ab. Übrigens mussten wir Hose wechseln, gell? Ja. Da kann schon mal was daneben gehen, wenn man ein Baby hat, gell? Ja. So, ich lege ihn mal kurz in das Nestchen und ich zeige euch meine anderen Babys. Die schlafen so süß. Allein gekuschelt. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Die Augen öffnen sich schon bald. Man kann das hier bei ihm jetzt nicht so gut erkennen, aber bei dem Welpen, den wir behalten wollen, da kann man schon so einen kleinen Ritt sehen, wo dann mit die Augen offen sind. Wie die immer kuscheln. Schaut euch das mal an. Die Goldi, die liegt eigentlich gar nicht mehr so oft in der Wurfkiste, außer wenn sie sich stillen will, wenn die dann wach sind, die Mäuse, wie sie sich strecken. Oh Gott, ja. So herzlich, wie sie so ineinander. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Schaut euch mal dieses Gesicht an. Diese Schwarze liebe ich ganz besonders. Ja, ich liebe eigentlich alle ganz besonders. Es ist voll. Ich wurde gefragt, ob das leicht ist, sich eins auszusuchen. Nein, das ist nicht leicht, das ist so schwer. Man liebt ja alle. Und alle sind schön. Auf ihre Art und Weise. Ach Gott, ich sag's euch. Ja. Die Goldie liegt übrigens, glaube ich, aktuell. Hier liegt ein Übeltäter. Ja, weil mal du da? Ja, du? Hier liegt die Goldie. Ja, die Goldie liegt hier. Ja, wo ist die Sophie? Unten. Unten? Hier ist der Papa. Und hier liege ich. Hier schaut es furchtbar aus. Zeige ich mal. Ja, das ist Papa. Er hat Verpackungsmaterial gekauft. Listen. Klemmbrett. Michel wollte eine Nähmaschine. Da haben wir Einkaufssackel. Leere Kartons. Da macht immer eine wichtige Durchsage. Mama, ich bin hungrig. Interessant. Mama, kannst du mir einen Kaffee machen? Nein, jetzt nicht, oder? Nein, das war nur ein Beispiel. Ach so, okay, verstehe. Wozu ich den Mikrofon brauche. Aha. Ja, wie ihr seht, so schaut's aus hier. Flässig ja. So, wir haben uns jetzt angezogen, den Kleinen eingepackt und ein bisschen kurz im Garten eine kleine Runde, Pipi-Runde. Jeder hat so seinen eigenen Platz. Die Sophie hat sich für... in meine Ecke gehen. Ja, bitte nicht. Die Sophie hat so den Platz mittendrin statt nur dabei gewählt, die Emmy drauf und die Goldie ganz zivilisiert in der Ecke.
Wir gehen jetzt nämlich die Mädels holen und danach müssen wir kurz zum H&M, weil sie brauchen Westen. Wir haben nichts mehr zum Anziehen für die armen Kinder. Also irgendwelche so Frühlingswesten. Was ist das? Was denn? Alle so happy. Haben jetzt alle Pipi gemacht? Weil wir müssen dann los. Und das Problem dabei, wenn die Kinder ja jetzt im Kindergarten essen und wir jetzt den ganzen Vormittag gearbeitet haben, haben wir jetzt nichts gegessen. Du hast was gegessen, oder? Ja, ich habe mir einen fetten Salat gemacht. Ja, Papa hat sich einen Salat gemacht. Ich hatte keinen Bock auf Salat, deswegen habe ich jetzt den Mörderhunger. Ich weiß, das hat sie, der Kleine wiegt gerade nicht 20 Gramm, deswegen gehe ich ihn ins Auto bringen. Warum immer hinten? Weil dein Sitz ist hinten. Setz dich in der Mitte. Man sieht ja keinen Sitz da. Hallo. Hallo, mein Schatz. Komm hinten, Lara, ist besser. Das ist besser, gemein. Komm. Bist du da, hast du die chillen hinten? Hast du mehr Platz? Wir brauchen definitiv ein größeres Auto. Papa ist eh schon fest auf der Suche. Hey. Hallo, mein Häschen, wie war es im Kindergarten? Ja, holt dir. Wie war es im Kindergarten? Kannst du dich selber? Oder soll der Papa machen? Setz dich hin, Luisa. Soll der Papa machen? Okay. Wie war es im Kindergarten, Luisa? Ich habe den Mann nicht aus. Komm. Ich habe alleine gespielt. Du hast alleine gespielt. Verkehrt, das geht ja rein. Sie hat nur ihr Kuscheltier vom Boden aufgehauen. Können wir mal den Popo einschneiden? So. Nein! Mädels sind abgeholt. Nein. Wir gehen kurz diese Westen anschauen. Westen? Westen. Mama will euch Westen kaufen. Und dann schauen wir noch kurz zum Baumarkt, weil wir haben. Westen. Wir haben ein bisschen den Garten umgestaltet. Habt ihr gesehen, wir haben eine neue Sandkiste. Und der Papa hatte die Idee, das Haus auch gleich neu zu machen. Und da haben wir ein echt schönes gesehen. Vielleicht kaufen wir das. Schauen wir mal. Im H&M konnte ich jetzt eh nicht vloggen. Da war so die ganze Zeit Musik, deswegen habe ich die Kamera umsonst mitgeschleppt. Das tut dann richtig weh, wenn man Kamera hat, Handy hat. Ich bin so ein Typ, ich renne nie mit Handtasche rum. Ich habe zwar Handtaschen zu Hause und Rucksäcke und weiß ich nicht was alles, aber mitnehmen tue ich es dann sowieso nicht. Ja, ich zeige schnell, was ich gekauft habe, also auf die Schnelle. Ich habe nämlich schon so eine Hose gekauft, weil die steht in letzter Zeit so auf weite Hosen und die habe ich gesehen, habe ich gleich mitgenommen. Dann habe ich für die Lara diesen Sweater genommen. Die hat sich das alles selber ausgesucht, die Lara. Also ich habe da nicht mitgeredet. Ich habe ihr immer die Teile gezeigt und sie hat gesagt, ja oder nein. Dann habe ich das für die Luisa geholt. Das ist so ein Sweater, so eine Weste mit so Mickey-Maus-Ohren, Minnie-Maus-Ohren besser gesagt. Für die Lara nochmal diesen Pullover oder auch Sweater. Das hat so ein Herzchen drauf. Richtig schön. Dann Langarm-Shirt. Einmal dieses hier. Hat dir gut gefallen. Das ist so mit so glitzernden Pünktchen drauf. Dann nochmal so eine Hose. Die wollte sie unbedingt haben mit so Einhörnern. Die Lara mag ganz gerne Einhörner. Wie man vielleicht erkennen kann, hier nochmal ein Einhorn auf dem T-Shirt. Und das fand ich auch ganz süß. Hört mal. Love. Ja, hat sie sich auch selbst ausgesucht. Dann habe ich noch für den Kleinen Philipp was mitgenommen, und zwar diese Bodies. Das ist ein Set aus zwei Sets, also mit grau kurzärmelig und hier mit so süßen Elefanten in der Größe 68 habe ich das schon genommen, weil er ja schon aus 62 auch schon bald rausgewachsen ist. Ja, das Ganze hat jetzt ein bisschen, also 100 Euro gekostet. Ich hatte noch einen Gutschein. Naja, wer viele Kinder hat, da geht ein paar T-Shirts, der muss ausbluten. Ist halt so, ne? Aber das Coole bei uns ist, die Lara trägt die Sachen von der Michelle auf und sogar die Luisa trägt noch Sachen von der Michelle, gell? Das sind gut erhalten. Das sind gut erhalten, manche Sachen. Wir sind schon wieder zu Hause, eh schon ein bisschen länger. Der Papa ist mittlerweile auch schon längst zu seinem Physiothermin gefahren. Der hat ja immer Physiotherapie wegen seiner Bandscheibe. Und ja, der ist der Physiotherapie und ich habe jetzt gerade das Video für heute fertiggestellt. Ich habe ein Thumbnail gemacht und so weiter und das halt online gestellt. Und es sollte, glaube ich, jetzt vor kurzem erst online gekommen sein, oder?
Ja, passt, es ist online. Und die Kinder sind alle im Wohnzimmer. Ignoriert mal bitte das Chaos im Büro. Das sieht nämlich furchtbar aus. Ja, die Kinder sind alle im Wohnzimmer. Jeder Kleine ist auch gerade wach geworden. Hier. Hier sind sie alle, meine fünf. Oma, du hast wie eine Oma ausgeschaut. Ja, mal schauen. Du hast wie eine Oma ausgeschaut. Die Mama hat dich verkleidet, gell? Nein. Nein, ich bin hier eine Oma. Schau. Bibi, Bubu, du war. Bitte wach. Kleiner hat bis jetzt geschlafen. Es war eigentlich die ganze Zeit Halligalli laut hier. Der Patrick schaut fern. Die Mädels diskutieren da auch wegen Fotos. Schauen sich nämlich alte Familienbilder an. Mama, schau mal. Teddybär, ja, unser Babybruder, ich war. Weihnachtsmann! Ich schalte den Fernseher übrigens gerne aus am Tag, wenn die Kinder alle da sind, weil das ist so eine Lautstärke, wenn der Fernseher noch nebenbei drückt. Ja, das war dein Geburtstag. Ja! Komm hier! Hast du wieder Kugel gehabt? Also ja. Hey meine Lieben, bei uns ist schon Abendstimmung. Der Papa bringt jetzt gerade Lara und Luisa ins Bett und der kleine Philipp und ich, wir schauen uns die Welpen noch an, gell? Du bist ja selber ein Welpe. Du bist ein Welpe, ja. Es ist süß. Ich zeige euch mal die Welpen, weil die habe ich euch heute noch gar nicht gezeigt. Glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Schaut euch mal an, wie das hier schläft. Ist das nicht mega süß? Diese Geräusche. Und das hier hat die Zunge draußen. Was ist hier los? Oh, was ist das? Was ist das, bitteschön? Manchmal sind sie alle aufeinander gekuschelt, aber aktuell ist jeder für sich. Ich finde das gerade so süß, wie sie schläft. Ich glaube, das hat ein bisschen Hunger. Wo ist die Goldie, ha? Wo ist deine Mama, ha? Wo ist deine Mama? Und Wahnsinn, wie riesig die schon geworden sind. Die sind auf jeden Fall, werden sicher große Hunde, weil die haben Riesentatschen. Alle haben Riesentatzen. Und es gibt auch richtig krasse Größenunterschiede. Schaut euch mal an, wie groß das hier ist. Und das ist ein bisschen kleiner. Das ist auf jeden Fall auch ganz groß. Das ist das erste Baby. Das ist das erste, ja. Wer das Geburtsvideo nämlich gesehen hat, weiß Bescheid, von was ich da jetzt spreche. Und zwar gab es so eine Szene mit einem Welpen. Puh, ich sag's euch, das war wirklich, ich war kurz am... Ich weiß nicht, in dem Moment habe ich nicht gewusst, was ich so recht machen soll. Es war nämlich, dass der Welpe hat nicht geatmet und es ist blau angelaufen. Und dann habe ich so ein bisschen ja, den Kopf hochgenommen und den Finger reingesteckt und es ein bisschen zum Atmen animiert und es dann auch so massiert. Und dann hat es wieder, dann hat es geatmet und dann war es so, oh Gott sei Dank. Und das ist dieses Welpe, das ist dieser Welpe, den wir behalten werden. Und das ist dieser große Teddybär hier. Der ist jetzt hier. Oh mein! Wo ist deine Mama? Goldie? 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 Ich glaube, du wirst hier verlangt. Komm rein. Magst du rein? Magst du reingehen? Goldie ist ja immer die beste Mama. Aber gerade hat sie gar keinen Bock, da jetzt reinzugehen. So. YOLO. Tschüss. Und sie ist wieder weg. Oh mein Gott, gebt euch das wieder so hinten schläft. Die Hunde werden wirklich an gute Plätze vermittelt. Ich habe schon fast für alle Interessenten und ganz tolle Familien. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hier, diese schwarze hier, ich weiß nicht, das liebe ich auch besonders. Es ist einfach vom Gesicht her wunderschön. Und es hat sich in mein Herz gebohrt. Aber ich weiß nicht, also noch ein Welpen zu behalten ist einfach fast Selbstmord. Weil wir hätten dann 5 große Hunde und das ist ja praktisch unmöglich. Also man möchte auch mal in den Urlaub fahren. Und dann Pensionskosten für die Hunde und so, ich weiß nicht.
Also aus der Tierliebe aus mir raus würde ich für Wale behalten. Ja, das geht nicht. Ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal abschminken gehen, weil ja, der Rest ist eigentlich schon fast bettfertig. Die zwei Mädels, die Kleinen, schlafen schon. Papa hat sie ins Bett gebracht. Und Patrick und Michelle sind unten. So, wie ihr sehen könnt, meine Lieben, bin ich schon im Badezimmer, weil ich werde mich jetzt abschminken und meine Skincare-Routine jetzt machen. Das mache ich übrigens jeden Abend. Das ist ganz, ganz wichtig, Mädels. Schminkt euch ab und wascht euer Gesicht, bevor ihr schlafen geht. Also als Teenager habe ich das selber nicht so regelmäßig gemacht, aber ab Mitte 20 habe ich das eingeführt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich kann nicht schlafen gehen, auch wenn ich es nur ein bisschen geschminkt bin. So wie heute, ne, habe ich nichts auf den Augen, nur die Augenbrauen. Ich trage eine Foundation. Ich könnte nicht schlafen gehen, so. Das würde ich ekelhaft für mich anfühlen. Also eure Haut wird es euch danken. Ich zeige euch meine Produkte, die ich nutze zum Abschminken. Und nicht nur zum Abschminken, sondern auch, um mein Gesicht zu reinigen. Ich nutze nämlich seit einiger Zeit Yepoda. Yepoda hat richtig, richtig tolle Produkte in Glasflaschen. Richtig cool, oder? Und Glasbehälter. Ich finde es ja, also das Packaging ist einfach richtig, richtig nice. Und ich zeige euch, wie ich diese Produkte nutze. Am liebsten habe ich so diesen Balm hier, der Kalbalm heißt der. Ich sag's euch, ich liebe es, mich so abzuschminken. Da drinnen seht ihr, das ist so ein Balm, also ja, wie so eine Creme, eine feste Creme. Ich habe von Yepoda auch diesen kleinen Löffel hier. Und damit, also ich greife da nie mit den Fingern rein, weil ich möchte das Produkt nicht verunreinigen. Ja, also immer mit diesem Spatel hier. Nehme mir da mal so ein bisschen Produkt raus. Ich habe ein bisschen zu viel jetzt erwischt, aber ungefähr so viel. So, ja. Und das ist ein bisschen so, ja, so ein bisschen härter. Und werde es jetzt in meinen warmen Händen, ja, so ein bisschen verflüssigen. Und ihr seht schon, es ist schon verflüssigt. Und dann schmiere ich mir das aufs ganze Gesicht und schminke mich so ab. Ich habe noch was vergessen. Ein bisschen die Hände muss man natürlich nass machen. So, dann wird das Ganze nämlich noch, wie ihr seht, so, ja, so wie schäumig sozusagen, aber es schäumt nicht, sondern es emulgiert halt einfach ein bisschen besser, wenn es mit so Feuchtigkeit, und schaut euch das an, bei den Augenbrauen sieht man es jetzt am besten, wie cool, ich habe mich so in, keine Ahnung, innerhalb von 20 Sekunden super duper schnell abgeschminkt, und es entfernt einfach das gesamte Make-up und das ganze ölhaltige Zeugs, was ich jetzt im Gesicht habe, den Talg und ja, alles mögliche. Wie ihr seht, ich habe alles eingearbeitet. Und jetzt habe ich hier so ein Tuch. Das mache ich ein bisschen nass. Gut ausdrücken, ganz wichtig. Und dann so am Gesicht so eindrücken. Wie man sieht, kommt schon das ganze Zeug runter von meinem Gesicht. Und ja, ich wische es dann einfach nur mal so weg. Und bin einfach im Nu abgeschminkt, ohne irgendwas, ohne Augenbrennen, ohne mein Gesicht zu Tode zu rubbeln. Ich muss nicht irgendwelche 1000 Abschminktücher nutzen. Es ist einfach, ja, abschminken in Sekunden und das noch super nachhaltig. Ich liebe es einfach, und der Geruch ist einfach auch sehr, sehr gut und erfrischend. So, schau dich mal das Tuch an. Na? Das war alles auf meinem Gesicht. Und anschließend werde ich jetzt noch mein Gesicht mit dem Bubble Double waschen. Das ist so ein Reinigungsschaum. Einfach so mit dem Pumper. Ein paar Stöße raus und dann mein Gesicht damit waschen. Mit dem Reinigungsschaum hole ich jetzt nochmal so den letzten Dreck von meinem Gesicht runter. So, jetzt habe ich es, glaube ich, gut eingearbeitet. Und jetzt nehme ich mir die andere Seite vom Tuch, das natürlich nicht schmutzig ist, und wasche mir das so runter. Also den Schaum. Kann man natürlich beim Bedarf wiederholen. Also ich glaube, ich habe das jetzt schon gut gemacht beim ersten Mal. Aber ich mache immer noch so ein zweites Mal. Und fertig bin ich abgeschminkt. Yepoda ist übrigens koreanische Hautpflege. Sie ist natürlich hergestellt, sie ist vegan, tierversuchsfrei
Und was mir ganz besonders gefällt, dass sie nachhaltig ist mit diesen Glasbehältern. Also ich finde das einfach richtig, richtig toll. Und falls ihr Yobola auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das gerne mit meinem Rabattcode machen. Und zwar habe ich 30% bekommen. Diamanta 30 und ihr könnt, wie gesagt, 30% sparen. Den Link, den setze ich euch unten in die Infobox rein. Einfach vorbeischauen. Die Produkte durchstöbern. Sie haben nämlich außer diesem tollen Duo auch viele andere Produkte, wie zum Beispiel Tagespflege, Nachtpflege. Schaut einfach mal vorbei und ja, probiert es mal aus. Ich finde die Produkte einfach wirklich toll und kann sie euch wirklich von Herzen empfehlen. Ja, und das war's. Ich bin bettfertig und ich werde jetzt meinen Kleinen schnappen und ins Bett gehen, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!